Genau, ich würde zunächst noch ein paar grundlegenden Informationen zum Projekt Ihnen mitgeben, in dessen Rahmen die heutige Veranstaltung stattfindet. Das Projektthema nennt sich mit Menschenrechten Brücken bauen, politische Bildung in Transformationsprozessen. Das heißt, wir schauen uns verschiedene Kernthemen der gesellschaftlichen Transformation, meinen wir damit an, sowas wie Klimawandel oder auch die Zunahme menschenverachtender Einstellungen. Und wollen das unter menschenrechtlicher Perspektive näher beleuchten. Dabei bieten wir eben Menschenrechte und Menschenrechtsbildung als Brücke an, dass wir uns anschauen, welche Rolle spielen Menschenrechte in Bezug auf diese Transformationsprozesse, inwiefern sind Menschenrechte oder Menschenrechtsbildung selbst oder breiter gefasst auch die politische Bildung von Transformation betroffen, müssen sich anpassen. Wie können diese Bildungsprozesse vielleicht noch besser menschenrechtlich gestaltet werden? Und vielleicht kann Menschenrechte und Menschenrechtsbildung auch eine Brücke zwischen verschiedenen Akteurinnen sein. Das Projekt wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und wir vom Deutschen Institut für Menschenrechte machen das gemeinsam auch mit in Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Das läuft noch bis Ende des Jahres und besteht aus insgesamt 10 Veranstaltungen. Begleitend wollen wir aber auch Materialien entwickeln. Wir haben kurze Videos in Bearbeitung und wollen aber vielleicht auch noch Bildungsmaterialien zu einzelnen Schwerpunktthemen erstellen. Dabei sind uns einige Prinzipien wichtig, die wir versuchen, sowohl inhaltlich als auch methodisch nochmal sichtbar werden zu lassen, nämlich menschenrechtliche Prinzipien wie Inklusion, Partizipation und Diskriminierungsschutz, aber auch das Einbeziehen kritischer Sichtweisen. Schon mal als Mini-Ausblick, wir haben die nächste Veranstaltung am 26. März zum Thema Flucht und Migration. Dazu wird dann Josephine Akinyo-Soyo zum Ende der Veranstaltung noch was sagen. Wenn Sie grundsätzlich an dem Projekt interessiert sind, können Sie die Infos auf der Webseite finden oder bei der Anmeldung konnten Sie ja anklicken, ob Sie auf den Verteiler weitere Nachrichten von uns erhalten. Genau, vielleicht noch ein paar Sätze zu mir, damit Sie einschätzen können, wer da jetzt gerade zu Ihnen spricht. Mein Name ist Sandra Reitz. Ich arbeite als Stabsstelle zu Grundsatzfragen der Menschenrechtsbildung am Institut. Aktuell sind das viele Sachen, die im Projekt passieren. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Dilan und Josie, die in dem Projekt mitarbeiten, aber auch an Hugo und Mutlu aus der Abteilung Menschenrechtsbildung, die hier in der Vorbereitung und auch heute im Hintergrund sehr viel unterstützen. Ich war früher tatsächlich 8 Jahre im IT-Projektmanagement tätig und habe meine Dissertation zum Thema E-Learning und Menschenrechtsbildung geschrieben. Deswegen genau. An den Begriffen E-Learning erkennen Sie wahrscheinlich, dass das länger her ist. Das ist auch mehr als 10 Jahre her. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass manche Diskussionsstränge wie so ein Déjà-vu wieder auftauchen. Und das ist eigentlich schon so eine kleine Überleitung zu der Veranstaltung heute. Menschenrechtsbildung im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist so ein Trendthema. Manche sagen auch, es ist eher ein Hype. Aber es ist definitiv auch ein Thema von Transformation. Wir haben gewisse Ähnlichkeiten, zum Beispiel zu dem Thema Klimawandel, das Thema unserer letzten Veranstaltung. Da wird die internationale Dimension einfach sehr offensichtlich. Weder den Klimawandel noch künstliche Intelligenz kann man ausschließlich nationalstaatlich glauben, irgendwie regeln zu können. Und unser Fokus wird natürlich einerseits sein auf die menschenrechtlichen Auswirkungen. Zum Beispiel sind da Themen wie Schutz der Privatsphäre oder auch der Diskriminierungsschutz natürlich offensichtlich. Andererseits aber auch nochmal ein Fokus auf die Bildung. Wollen wir heute legen und wir wollen sowohl Herausforderungen als auch Chancen betrachten. In der Einladung bzw. Beschreibung der Veranstaltung hatten wir da schon 3 Themen benannt. Wie können wir sensibilisieren für ein menschenrechtliches Verständnis der Auswirkungen von künstlicher Intelligenz? Wie können wir Diskriminierung durch künstliche Intelligenz erkennen und Lösungsansätze dafür finden? Und wie können wir schauen, wie genau künstliche Intelligenz in der Bildung genutzt wird, zum Beispiel Umgang mit Desinformationen, auf der Minusseite sozusagen. Aber vielleicht finden wir auch Anregungen, wie vielfältigere Perspektiven gefördert werden können und wie wir kritisches Denken und ethische Reflexion stärken können. Genau, aufgenommen werden, das habe ich am Anfang schon gesagt, nur die Kacheln der Sprecherinnen. Und damit würde ich jetzt mit der Vorstellung der Podiumsgäste starten. Genau, ich fange an alphabetisch mit den Nachnamen bei Tahiri Panahi. Tahiri Penahi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Ta Kassel und im Projekt Dynamiken der Desinformation erkennen und bekämpfen, Abkürzung Dynamo. Sie arbeitet in diesem interdisziplinären Forschungsprojekt als Volljuristin und neben diesem Schwerpunkt auf Desinformation beschäftigt sie sich auch mit Fragen der Regulierung, zum Beispiel dem noch recht frischen EU-AI Act. Herzlich willkommen, ich freue mich schon auf Ihre Expertise gleich. Und wir sind tatsächlich im Alphabet heute zufälligerweise recht spät dran. Das heißt, die zweite Person beginnt schon mit dem Nachnamen.
Zimmermann, Nils Eick Zimmermann, herzlich willkommen auch an Sie. Sie sind Politikwissenschaftler und Referent im Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, tätig als Koordinator, Berater und Autor für politische Bildung, digitale Transformation und aktive Bürgerschaft. Nils Eick Zimmermann ist außerdem engagiert im Europäischen Netzwerk für Menschenrechts- und Demokratiebildung der Democracy and Human Rights Education in Europe, hat also auch einen Schwerpunkt auf Demokratiebildung und Menschenrechtsbildung. Und sein letztes Projekt im Bereich digitale Transformation nannte sich, ich weiß gar nicht, digital oder digital, wahrscheinlich digital, Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship. Und dazu werden Sie uns gleich bestimmt auch noch ein paar Einblicke verschaffen. Last but not least freue ich mich über die Zusage von Theresa Züger für das heutige Gespräch. Theresa Züger ist Leiterin des AI in Society Labs und der Forschungsgruppe Public Interest AI am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Diese Forschungsgruppe beschäftigt sich, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, mit der Frage, wie künstliche Intelligenz dem Gemeinwohl dienen kann und welche technischen wie gesellschaftlichen Kriterien dafür erfüllt sein müssen. Genau, in der Biografie fand ich persönlich noch spannend, dass sie 2017 an der Humboldt-Universität zu Berlin im Fachbereich Medienwissenschaft promoviert haben, mit dem Titel Reload Disobedience, mit Formen, zivilen Ungehorsam, mit digitalen Formen zivilen Ungehorsams. Genau, das so als Vorstellung für die drei Panelistinnen. Wir werden die ersten Statements ein bisschen dafür nutzen, auch auf eine gemeinsame Informationsbasis zu kommen. Das heißt, Theresa Züger hat netterweise sogar eine kleine Präsentation vorbereitet, die sie gleich teilt mit Fragen, die ich an sie gestellt schon habe im Vorhinein. Haben wir eine einheitliche Definition von künstlicher Intelligenz? Da hat sie schon gesagt, naja, nicht so wirklich, aber genau, haben wir vielleicht eine Arbeitsdefinition für heute? Und natürlich die Frage, wie künstliche Intelligenz dem Gemeinwohl dienen kann. Und damit gebe ich ab an Theresa Züger. Ja, ganz herzlichen Dank und guten Morgen an alle. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein in dieser sehr spannenden Runde und ich freue mich auch schon sehr auf die Debatte. Ich teile jetzt meinen Bildschirm, damit Sie das sehen können, was ich Ihnen zeigen möchte. Huch, wo ist denn jetzt hier? Da. Genau. Genau, weil ich habe einmal eine Definition mitgebracht, damit wir auf eine gleiche, ja, ein gleiches Verständnis kommen, aber auch einige Beispiele, damit wir vielleicht gut in die Diskussion einsteigen können, inwiefern KI menschenrechtsrelevant ist und für die Menschenrechtsbildung relevant ist. Also zunächst, genau, die Definition. Das war eine spannende Frage, weil es gibt sehr, sehr viele, sehr verschiedene Definitionen und es kommt immer darauf an, wen man fragt, was man unter KI versteht. Also es gibt einerseits Blickrichtungen der Informatik, die immer sagen würden, das ist ein Fachbereich, ein Teilbereich der Informatik, die künstliche Intelligenz. Aber es gibt auch sehr viele gesellschaftliche Narrative und eben auch einen sehr großen Bereich der Science Fiction, die sich mit KI beschäftigt. Und das heißt, das vermischt sich und dadurch entsteht quasi auch ein gesellschaftliches Bild, was nicht so leicht auf einen Nenner zu bringen ist. Ich habe aber mal eine Definition mitgebracht, die ich hilfreich finde und ich werde sie gleich vorlesen und übersetzen. Das ist eine Definition, die folgendermaßen entstanden ist. Da hat sich die Organisation AI Watch für die Europäische Kommission mal sehr, sehr viele Definitionen von KI angeguckt und dann quasi eine Zusammenfassung formuliert, was der größte oder der kleinste gemeinsame Nenner, was haben denn die meisten Definitionen gemeinsam? Und das ist folgendes. Artificial Intelligence Systems are Software and possibly also Hardware Systems designed by humans. Also, es sind Systeme, die Software, aber möglicherweise auch Hardware beinhalten und die immer von Menschen erstellt werden. Given a complex goal, they act in the physical or digital dimension. Also sie haben immer ein komplexes Ziel, was ihnen vorgegeben wird und handeln mit diesem Ziel in einer physischen oder digitalen Dimension. By perceiving the environment through data acquisition. Sie können ihre Umgebung in gewisser Weise aufnehmen, indem sie Daten aus ihrer Umgebung erhalten. Das können digitale Daten sein, im Sinne von Sensordaten, aber es können auch quasi rein numerische Daten sein. Interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge or processing the information derived from data and deciding the best actions to take to achieve the given goal. Also sie bekommen diese Daten, die strukturiert oder unstrukturiert sind. Und daraus können Sie ja, Handlungsoptionen ableiten
Und die Handlungen wählen, die am besten geeignet sind, um das Ziel zu erreichen, was ihnen gegeben wurde. Und das ist sehr wichtig, das quasi zu verstehen, dass KI-Systeme immer auf ein bestimmtes Ziel optimieren. AI-Systems can either use symbolic rules or learn numeric models. Also es gibt entweder KI-Systeme, die auf symbolischen Regeln basieren. Das sind meistens ältere Systeme. Wenn wir heute, oder ja, es ist eine bestimmte Nische, sagen wir mal, ein bestimmter Bereich der KI-Forschung. Der Mainstream, wenn wir über KI reden, heute sind aber neuronale Netze. Und das sind eben numerische Modelle. And they can also adapt their behavior by analyzing how the environment is affected by their previous actions. Und das ist eben etwas Besonderes an der KI, dass diese Modelle ihr Verhalten anpassen können, indem sie aus vorherigen Handlungen lernen. Man spricht dann vom Lernen. Wir haben eine sehr schlechte Sprache, weil die immer quasi diese Systeme vermenschlicht. Aber so können diese Systeme ja Verhalten eben in einer bestimmten Umgebung mit einem bestimmten Ziel adaptieren. Genau. Deswegen, das ist vielleicht zwar sehr komplex, aber eine hilfreiche Definition, um einen Einstieg zu finden, um was es alles gehen kann. Und das macht vielleicht auch schon etwas sehr Wichtiges deutlich, denn es gibt nicht die KI, sondern es gibt sehr verschiedene KI-Systeme, die in sehr verschiedenen Anwendungsfeldern eingesetzt werden. Und das ist immer wichtig, sich den Kontext genau anzuschauen, weil KI-Systeme sind eben immer auch ein soziotechnisches System. Das heißt, es geht nie nur um eine Technologie, es geht immer auch um einen bestimmten Handlungskontext und oft auch um sehr viele menschliche Handlungen, die mit KI verbunden sind. Also über die Arbeitsbedingungen, die zum Beispiel zur Erstellung von KI notwendig sind, da sage ich jetzt in meiner Präsentation sehr wenig drüber, aber das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema, über das wir gerne noch in der Diskussion sprechen können. So, erstmal ein paar Beispiele, wie kann KI eigentlich im Sinne von Menschenrechten eingesetzt werden? Und ich wollte ein paar Dinge mitbringen, die man vielleicht noch nicht so oft gehört oder gesehen hat, weil wir alle gerade im Hype von KI, vor allem von ChatGPT, hören. Genau, hier habe ich ein Beispiel gebracht. Wir sehen hier auf der Folie zwei Karten, die ein Luftbild einer Demonstration in Chile zeigen. Und diese beiden Bilder zeigen, wie auf dieser Demonstration, das war eine friedliche Demonstration 1919 in Chile, wie dort Tränengas eingesetzt wurde. Und es ist ein Bild, was von der Organisation Forensic Architecture ja, erzeugt wurde. Und was man dort sieht, ist, dass auf dem Bild die Tränengas-Munition erkannt werden kann durch Computer Vision. Das ist gekennzeichnet durch lilane Kästchen. Und jede Hülse kann durch Computer Vision erkannt werden. Und dadurch kann genau nachvollzogen werden, in welcher Sekunde dieser Demonstration Tränengas gezündet wurde und welche Konzentration von Tränengas damit für die Menschen dort wirksam wurde. Wie gesagt, auf dieser friedlichen Demonstration. Und die Organisation Forensic Architecture nutzt sehr viele Recherchen dieser Art, wo sie technologische Mittel wie ja, sehr viel Data Science und Computer Vision einsetzen, um eben in Menschenrechtsverletzungen als Zeugen Analysen beitragen zu können. Das ist nur eines dieser Beispiele. Genau, auf diesem nächsten Bild, was ich zeige, sehen Sie ja, den Generalsekretär der UN, Guterres, in einer Menschenmenge stehen und er stellt dort unter anderem ein Digital Mediation Toolkit vor, was die UN entwickelt hat. Es gibt auch in der Arbeit der UN, in der Krisenvermittlung, einen Einsatz von KI-Systemen, zum Beispiel, wenn es darum geht, geografische Konflikte zu mappen und Evidenz zu erzeugen, wie zum Beispiel ja, Ressourcen verschoben wurden. Und das wird über Satellitenbilder gemacht, die dann über Computer Vision ausgewertet werden können. Und das ist für die Arbeit dieser Beauftragten im Sinne der UN tatsächlich mittlerweile eine sehr wichtige Errungenschaft. Und das ist ein Teil dieses Digital Mediation Toolkits, was die UN benutzt. Und ein drittes Beispiel im positiven Sinne ist das Projekt SeaClear. Hier sieht man ein Boot, was unter anderem mit Drohnen verbunden ist. Das Projekt ist ein Konsortium von ganz vielen Akteuren, unter anderem Wissenschaft, aber auch ja, Unternehmen, die daran beteiligt sind, mit diesen Drohnen den Meeresgrund aufzuräumen. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Einsatzbereich, in dem es auch immer mehr Projekte gibt, wo KI-Systeme dafür genutzt werden,
Biodiversität zu steigern, Naturschutz zu verbessern und auch zum Beispiel Emissionen zu reduzieren. Und das ist in diesem Fall ein wichtiges Beispiel, weil das sind Arbeiten, die vorher Taucher gemacht haben, die sehr, sehr gefährlich sind. Und diese Drohnen können durch Computer Vision Müll von Fischen auch unterscheiden und damit dafür sorgen, dass sie wirklich nur den Müll vom Meeresgrund holen. Genau, aber es gibt natürlich auch sehr viele Bereiche, wo KI uns vor menschenrechtlich kritische Fragen stellt und auch negative Konsequenzen mit sich bringt. Also wenn man nur mal um anzufangen, ChatGPT danach fragt, was es denn glaubt, was important Use Cases für KI sind im Sinne des Gemeinwohls, dann bekommt man sehr viele Antworten, die ich sehr kritisch bewerten würde. Wir merken einfach, dass diese Systeme nicht nur diskriminierende Ergebnisse erzeugen, sondern auch in vielerlei Hinsicht gesellschaftlich fragwürdige Erkenntnisse haben. Das sieht man zum Beispiel auch im Bereich der Medizin, wo KI unter anderem eingesetzt wird für Diagnosen, wo ja nicht nur die Verlässlichkeit der Systeme ein großes Thema ist, ob sie denn für alle Menschen auch gleichermaßen verlässlich sind, aber man kann auch grundlegend die Frage stellen, ob es denn richtig ist, in diagnostischen Verfahren diese Systeme überhaupt einzusetzen in bestimmten Fragestellungen. Genau. Dann gibt es im Bereich der Verwaltung, wo man denken würde, das ist doch wahrscheinlich unkritisch, auch viele Fälle, die durchaus sehr negative Schlagzeilen gemacht haben. Zum Beispiel die Toastlagen-Affäre in den Niederlanden, wo ein System eingesetzt wurde, um Bescheide zu entscheiden, wo sehr viele, nämlich 47.000 Eltern beschuldigt wurden, Betrug begangen zu haben mit diesen Geldern, die sie erhalten haben und diese zurückzahlen sollten. Und das hat sehr viele Familien massiv unter Druck gesetzt und es wurde nachgewiesen, dass dieses System ganz eindeutig diskriminierend, vor allem Familien mit einem ja nicht niederländischen Hintergrund in das Visier genommen hat. Den ganzen Familien musste Schadensersatz im Nachhinein gezahlt werden, aber der Schaden, der dort entstanden ist für die Familien, ist massiv gewesen und schwer wieder gut zu machen. Genau, und last but not least ist das ganze Thema der Grenzüberwachung und auch der Nutzung von ja, Predictive Policing, also der Targetings von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft durch Überwachung ein sehr großes menschenrechtliches Thema an den Grenzen Europas. Unberührt vom AI-Act, muss man dazu sagen, werden sehr viele Technologien eingesetzt, wie zum Beispiel Lügendetektoren, die aus meiner Sicht nicht nachweislich wirklich verlässlich sind, aber auch so etwas wie Dialektdetektoren, um zu schauen, aus welcher Region jemand kommt, um Identitäten zu überprüfen. Und ja, ich glaube, da gibt es sehr viele Technologien, die aus menschenrechtlicher Sicht absolut fragwürdig sind. Und das hat eben auch damit zu tun, dass immer mehr Waffensysteme automatisiert werden, dass Drohnensysteme zum Beispiel Gesichtserkennung haben und dass immer mehr, aber auch ferngesteuerte Waffensysteme zum Einsatz kommen, die meines Erachtens nach massiv menschenrechtliche Fragen aufwerfen. Genau, damit bin ich auch schon am Ende der Beispiele. Ich hoffe, wir können damit in die Diskussion einsteigen, auch gerne in technischere Fragen. Das ist ein letzter Hinweis auf unsere Arbeit. Wir haben sehr viel darüber nachgedacht, wie KI-Systeme entwickelt werden können, um dem Gemeinwohl zu dienen. Und für uns sind diese Prinzipien Rechtfertigung, Equity, also Gleichberechtigung, partizipatives Design und Deliberation, technische Safeguards und Standards, die Möglichkeit zur Überprüfung und die Nachhaltigkeit sehr wichtige Kriterien. Und auf unserer Seite Public Interest AI finden Sie dazu mehr, wenn Sie möchten. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für diese kleine Einführung in, in das Thema künstliche Intelligenz und Menschenrechte. Genau, ich glaube, Sie haben sowohl, was kann KI für das Gemeinwohl tun, als auch in Anführungszeichen gegen das Gemeinwohl oder genau, zumindest gefährlich, wenn man die menschenrechtliche Brille aufsetzt. Viele spannende Themen angeschnitten. Ich glaube, da können wir tatsächlich gleich nochmal vertiefend eingehen, aber ich würde erst nochmal so die Runde mit den Eingangsstatements weiterführen an Tahir Panahi.
Sie haben gerade den EU-AI-Akt schon kurz angerissen und ich hatte ihn auch schon genannt. Sie als Juristin können für uns hoffentlich so ein bisschen die menschenrechtlichen Konsequenzen noch zusätzlich erläutern. Was hat uns dieser AI-Act gebracht? Was bringt er uns nicht? Vielleicht erstmal soweit und vielleicht noch als Ausblick, wie sieht es aus mit einem weltweiten AI-Act? Ist das realistisch? Wie können wir in die Richtung weiterkommen? Ja, vielen Dank für die Einführung, und auch das erste tolle Eingangsstatement. Genau, also rechtlich relevante Risiken durch künstliche Intelligenz gibt es viele, und das ist auch kein Zukunftsszenario, sondern bereits heute gibt es einfach viele Risiken für den Datenschutz, biometrische Überwachung oder auch falsche Entscheidungen in diversen Alltagssituationen, sei es in sozialen Medien, aber auch durch technische Geräte, bis hin, leider muss man sagen, zu autonomen Kriegsmaschinen. Und wir müssen natürlich auf rechtlicher Hinsicht unterscheiden zwischen Risiken, die durch die künstliche Intelligenz selber entstehen, also durch Input, also Trainingsdaten, die ja rechtlich relevante Diskriminierung zum Beispiel auslösen, indem sie falsch ausgewählt wurden, oder aber auch durch den Output. Das ist einmal eine wichtige Differenzierung. Aber was meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist und jetzt auch ein bisschen Fokus meines Inputs, was ist denn, wenn KI in falsche Hände gerät? Und damit meine ich in die Hände von autoritären Staaten, böswilligen Akteuren, die als Handlanger dienen. Und immer wieder wird eben betont, dass künstliche Intelligenz auch zur Schaffung von Desinformationskampagnen dienen kann. Und wir sehen ja auch schon erste Beispiele bereits in Wahlkämpfen, die gerade jetzt stattfinden. Genau, also in UN-Berichten wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass Desinformation über marginalisierte Gruppen gerade traumatische Wirkungen auf diese haben können. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, hier die betroffenen Perspektive auch mit in die Diskussion zu bringen und zu sagen, ja, es verursacht Trauma, aber kann eben auch wirklich die Zerstörung dieser Gruppen verursachen. Wir haben gesehen, dass eben durch die Einführung neuer Massenmedien jeweils Propagandamaschinerien befeuert wurden. Wenn wir zum Beispiel an den Völkermord in Ruanda denken, der massiv durch Radiopropaganda auch befeuert wurde. Genau, lässt das natürlich die Frage zu, was passiert jetzt, indem nicht nur ein neues Massenmedium, sondern auch eine neue, wirklich, ja, eine Disruption in der Erstellung von Inhalten gegeben ist durch künstliche Intelligenz. Wir haben ja mittlerweile die Presse und den Rundfunk hier zumindest in eine freiheitlich-demokratische Grundordnung eingebettet. Leben heute in einer Zeit des Übergangs zwischen ja, Web 2.0 in verschiedenste Formen von immersiven Medien, aber eben auch KI. Und ich will mal ganz kurz noch auf diese soziotechnische Dimension eingehen, die auch schon vorhin angesprochen wurde, aber jetzt eben ein bisschen spezialisierter auf das Thema der Desinformation. Durch KI können auch heute schon Sprachstile von Menschen imitiert werden, aber auch Sprachstile zum Beispiel verschleiert werden. Dann natürlich das Thema der Deepfakes auf verschiedenen ja, multimedialen Ebenen möglich. Und dadurch kann eben Desinformation auch in akuten politischen Entscheidungssituationen bereits heute wirken. Und es können in Sekundenschnelle massenhaft Desinformationskampagnen erstellt werden, die in verschiedene Medien platziert werden können. Also wenn ich das jetzt mal ein bisschen polemisch ausdrücken darf, jeder, der möchte, kann heutzutage wirklich als, ja, als ein Goebbels agieren und KI als Handlanger benutzen. Und wie ist jetzt das Recht aufgestellt? Das war ja Ihre Eingangsfrage. Man muss natürlich sagen, dass das Recht immer ein wenig der technischen Entwicklung sowieso hinterher hängt. In Bezug auf KI ist es nochmal besonders tragisch, denn die KI ist ja wirklich einer sehr ungewissen Entwicklung unterworfen gerade. Und deswegen brauchen wir eben eine besonders agile Regulierung dieser ja, Materie, die wirklich so ungewiss ist, was alleine heute schon ihre ja, Funktionen angeht, aber auch ihre rasante Entwicklung. Und diese agile Regulierung muss aber dennoch selbst menschenrechtskonform, grundrechtskonform ausgestaltet sein, damit wir da genau uns trotzdem an unsere eigenen freiheitlich-demokratischen Grundwerte halten.
Die EU hat ja, sich in einem, man könnte sagen, Wettbewerb mit Großmächten USA und China für einen dritten Weg der Regulierung künstlicher Intelligenz entschieden, in dem der AI-Act sich eben auf menschenrechtszentrierte und vertrauensvolle künstliche Intelligenz konzentrieren soll. Allerdings muss man natürlich sagen, dass mit in die Gesetzgebungsdebatte auch immer das Thema der Innovation und ja, dass Innovationen nicht gehemmt werden sollen, auch mit eingeflossen sind. Interessanterweise gibt es auch eine Legaldefinition, die jetzt in den AI Act eingeflossen ist. Also nur noch mal kurz ein bisschen zur Gesetzgebung gesagt. Es ist so, dass der finale Entwurf nicht vorliegt, sondern bisher nur ein Leak vorliegt. Das heißt, es können auch noch Verfeinerungen des finalen Gesetzestexts ergehen. Aber wir haben eine Legaldefinition, die ja recht ähnlich und offen ist, so wie Frau Züger vorhin auch schon beschrieben hat. Da werde ich jetzt nicht diese sehr, sehr lange Definition wiedergeben, aber man kann vielleicht grundsätzlich sagen, dass der Schwerpunkt darauf liegt, dass unterschiedliche Grade der Autonomie ja bestehen können. Dass genau dieser Punkt, der vorhin auch angesprochen wurde, AI ist nicht gleich AI, es gibt wirklich eine Diversität von verschiedenen AI-Systemen. Und der AI-Act verfolgt einen risikobasierten Ansatz in erster Linie. Das heißt, es wird sich ausgerichtet an verschiedenen Risikoszenarien, die wirklich sehr praktisch und plastisch dargestellt werden und sehr individuell. Und je nach Risikostufe kann entweder ein Verbot einer künstlichen Intelligenz oder aber eben auch nur technisch-organisatorische oder rechtliche Pflichten auf die Anbieter von KI-Systemen erfolgen. Aber neu in der Gesetzesdebatte wurde eben auch General Purpose AI mit aufgenommen. Also da gab es wirklich eine sehr lange Diskussion darüber, ob so Foundation-Modelle, Basismodelle mit aufgenommen werden sollen. Und schließlich hat man sich dann eben auf den neuen Begriff General Purpose AI geeinigt und für besonders leistungsfähige Modelle eben die Bekämpfung systemischer Risiken aufgegeben. Dieser Ansatz der Bekämpfung systemischer Risiken ist etwas, was man jetzt in der EU-Digitalregulierung überall gerade sieht. Wir haben ja nicht nur den neuen AI-Act, sondern eben auch den Digital Services Act, Digital Markets Act, Data Governance Act und auch verschiedene Verordnungsentwürfe, die gerade in der Debatte stehen und noch nicht beschlossen wurden. Zum Beispiel eben auch den Verordnungsentwurf zur Regulierung politischer Werbung. Und alle die sollen eben zu einem vertrauenswürdigen, sicheren Online-Umfeld beitragen. Denn dürfen nicht vergessen, wenn man nur die Anbieter von künstlicher Intelligenz Systemen reguliert, verpasst man eben solche böswilligen Akteure mit zu erfassen und auch die Online-Umfelder, in denen sich diese Systeme, aber auch eben die Inhalte, also der Output befinden, mit zu regulieren. Und das ist sehr, sehr wichtig und da verfolgt die EU, finde ich, einen sehr systemischen, risikobasierten Ansatz. Aber wie auch schon richtig gesagt wurde, das Ganze reicht natürlich nicht, denn dieser EU-Ansatz konzentriert sich sehr auf den Binnenmarkt, kann es auch nur. Und Fragen, die wirklich von grenzüberschreitender menschenrechtlicher Relevanz sind, also auch gerade im Kriegseinsatz, was ja leider heutzutage auch wieder ein Thema ist, aber auch Fragen von Einmischung in Politik durch Drittstaaten, das müsste, finde ich, auf völkerrechtlicher Ebene einfach wirklich noch mal mehr geregelt werden. Natürlich gibt es auch das humanitäre Völkerrecht, das im Einzelfall auch auf zum Beispiel autonome Waffensysteme anwendbar wäre. Aber das ist eben nicht umfassend genug gedacht. Es gibt zum Beispiel auch ein Verbot der Kriegspropaganda, was auch nicht von allen Staaten leider akzeptiert wird und deswegen noch umstritten ist, ob das überhaupt Völkergewohnheitsrecht ist oder nicht. Und genau, was ich aber einen vielversprechenden Fortschritt finde, ist, dass eben dieser Ansatz agiler Regulierung auch auf UN-Ebene gerade stattfindet, indem die UN einen Vorschlag für einen Verhaltenskodex zur Informationsintegrität veröffentlicht hat, der gerade auch zur öffentlichen Konsultation vorliegt.
Und hier wird eben ein Multi-Stakeholder-Ansatz verfolgt, also dass nicht nur Staaten adressiert werden, sondern eben auch die Konzerne an sich. Das finde ich vielversprechend, denn so ein Verhaltenskodex kann natürlich viel schneller und flexibler angepasst werden. Und ja, dadurch, dass eben Staaten und Konzerne und auch Fact-Checking-Organisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs in einen Diskurs treten und immer wieder dieses überarbeiten, kann es tatsächlich auch zu individuellen Lösungen kommen. Dennoch ist es natürlich so, dass die KI da noch nicht ausreichend beachtet wird und deswegen ist es wichtig, in diesem Konsultationsprozess zu betonen, dass auch künstliche Intelligenzsysteme mit Eingang finden. Genau, so viel von mir und ich freue mich auf die Diskussion. Eine Frage zu stellen an Nils Ack-Zimmermann. Genau, basierend auf den Hintergründen, Sie als Akteur vor allem im Bereich der politischen Bildung, wie muss Ihrer Meinung nach politische Bildung allgemein und speziell die Menschenrechtsbildung auf diese Entwicklung reagieren? Ja, danke schön. Es wurden ja schon einige Sachen gesagt. AI Act zum Beispiel, da kann ich eine Anekdote erzählen. 2019 haben wir unser Digital-Projekt zu Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship, eins der früheren Projekte, wo es darum ging, das Thema Digitalisierung für die politische Bildung zu erschließen. Mit der EU-Kommission uns ausgetauscht. Anfang 2020 war das, da kam gerade das White Paper on AI raus. Und in diesem White Paper standen zwei Sachen. Wir werden auf jeden Fall, es stand im Raum, ob Biometrie nicht verboten wird im öffentlichen Raum. Da gab es dann kommissionsinterne Debatten und man hat gesagt, Biometrie, naja, okay, wir schreiben zumindest rein, dass wir sie auf jeden Fall als Hochrisikotechnologie sehen und ebenso das Tracking und der Einsatz von KI, würde man heute sagen, damals Algorithmen im Bereich von Arbeit und Recruitment. Heute haben wir eine Dis haben wir die Aus das wurde schon erwähnt von Frau Züger und von Frau Panay, haben wir mit dem AI-Act riesen Lobbyschlacht. Wir wissen noch gar nicht, wie der finale Entwurf aussieht und natürlich gab es einen großen Streit um die Biometrie, weil Frankreich gerne biometrische Systeme im Rahmen der Olympiade auch in Echtzeit auswerten möchte und nicht nur ex post, was der Kompromiss war zwischen Parlament und so. Und da, warum ich das erzähle, ist, dass politische Bildung im Prinzip immer zu spät dran ist, auch weil die Mittel dafür gar nicht da sind. Wenn ich in Erasmus Plus 2019 einen Antrag gestellt hätte, ich möchte den AI Act und den Digital Service Act begleiten, die hätten gar nicht gewusst, die Gutachter, über was ich da rede. Und das ist, wo wir auch auf europäischer Ebene heftig lobbyieren, dass die gefälligst, wenn so große Vorhaben in der EU passieren, dass man die Begleitung mit berücksichtigt. Digital Service Act, Digital Market Act, Chatkontrolle, Gesundheitsdaten und man muss auch sagen, auch beim Europarat geht es gerade um eine KI-Konvention. So, das ist eins unserer Probleme. Wir müssen da frühzeitiger dran. Auch die Medien berichten höchst selektiv und sehr lobbygetrieben, wenn sie berichten. Und die zweite Sache ist die, womit wir halt konfrontiert sind, ist, die Bürger haben konstant schon ein ambivalentes und ich würde sagen eigentlich ein erwachsenes Gefühl gegenüber KI. Die sind immer der Digitalisierung gegenüber immer besorgt, aber sehen auch, dass es da eigentlich Vorteile gibt. Nur je mehr Propaganda gemacht wird, desto weniger gehen die Sorgen gehen nicht irgendwie nicht weg. Und das muss man ernst nehmen. Und das ist eine Ressource, die wir für die Bildung haben. Das heißt, im Prinzip gibt es schon so eine Art Volkswissen, das eher so einer postdigitalen Perspektive auf Digitalisierung folgt, nicht aber der mediale Tenor und auch nicht die Narrative, die in der Politik gesetzt werden. Und naja, wir müssen jetzt schon sagen, 11 Jahre Neuland haben wir jetzt. Was wir als politische und Menschenrechtsbildung tun können, ist eben dieses KI-New-Hype-Ding etwas zu dekonstruieren, so wie Frau Züger das gemacht hat. Ach, hier haben wir mal eine Definition und hier ist noch die Definition von der OECD und die EU für den AI-Act zugrunde liegt. Was bedeutet das denn? Also sprich, postdigital heißt,
die Technologie nicht prinzipiell ablehnen, aber kritisch zu reflektieren und vor allen Dingen die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Auswirkungen mit in den Fokus zu nehmen. Das ist nun stärker die klassische politische Bildung und es wäre gut, wenn politische Bildung da etwas machen würde. Aber natürlich hat das auch einen Einfluss auf die Menschenrechtsbildung. Auch da kann ich in der gleichen Debatte mit dem Kommissionsbeamten zum White Paper und den II auf die Kolleginnen von EDRI, der europäischen Lobbyorganisation, quasi mit die einzigen, die in der Lage sind, diese Triloge mitzubegleiten, weil das da doch ein großes Lobbyungleichgewicht gibt. Und der Policy Officer hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Wir brauchen einen positiven Menschenrechtsbegriff. Es geht nicht nur um Diskriminierung und um Datenschutz und um Abwehrrechte. Man kann auch sagen, Menschenrechte nutzbar zu machen für eine Diskussion über die digitale Transformation. Wer seine Rechte kennt, kann mitentscheiden, in welche Richtung Technologie entwickelt werden soll. Wer seine Rechte nicht kennt, wer überhaupt nicht weiß, was Rechte sind im Vergleich zu, sagen wir mal, ethischen Vorstellungen oder was auch immer, hat dann Probleme. Das heißt, eigentlich müssten wir eine Menschenrechtsbildung zum Digitalen machen. Die müsste eigentlich eine große Renaissance jetzt erleben. Und in der Menschenrechtsbildung, das ist dann klar, geht es um die Menschenrechts- und Demokratieperspektive in den verschiedenen Feldern, nicht nur um ChatGPT. Einige wurden genannt, aber das Problem ist, dass oft verschiedene Rechte konfligieren und natürlich immer Menschenrechte auch angeführt werden. Das Beispiel dänische Schulen, Mood-Tracking. Da gibt es eine App, die benutzt wird, um die Gefühle von Schülern regelmäßig zu verfolgen. Und das wird dann auch regelmäßig auf dem Whiteboard ausgewertet. Und wenn die Stimmung im Vergleich auch zu den anderen Schulen im Lot ist, sind alle glücklich und zufrieden. Nur führt das natürlich kann das zu anderen Implikationen führen, dass SchülerInnen Probleme in ihrer Familie oder was auch immer verschweigen, zum Beispiel, weil es gerade eine Kampagne gegen MigrantInnen gibt und weil das Jugendamt vielleicht schon darauf wartet oder diese Angst ist da. Wir haben natürlich auch durch Tracking in Lernanalytics, was jetzt gerade so Learning Analytics, was gerade massiv vorangetrieben wird, auch von der EU über den Digital Education Action Plan und von einigen ForscherInnen, gerade auch in Deutschland, die da, finde ich, sehr naiv an die Sache herangehen. Klar, kann das zu mehr Fairness und Best Quality Education für alle führen. Da gibt es aber auch andere Untersuchungen vom LADI-Projekt zum Beispiel, dass Lehrer im Zweifelsfalle der Technik und ihrer Einschätzung von der Leistung vertrauen und dann nicht trauen, die Ownership für ihre Bewertung zu übernehmen. Und abgesehen davon ist es vielleicht nicht so richtig, alle Interaktionen von SchülerInnen zu tracken, ohne ihnen die Möglichkeit geben, sich diesem System auch zu entziehen, wenn sie der Meinung sind, sie brauchen das nicht oder das ist nicht gut für sie. Am Arbeitsplatz, das wurde schon gesagt, aber im Bewerbungsverfahren haben wir schon längst KI. Wir haben zunehmend sensorische Überwachung von Arbeitnehmern, gerade in den niedrig qualifizierten Bereichen. Und natürlich Plattformarbeit ist auch im Wesentlichen mediatisiert. Ein Riesenfeld, da können wir richtig reingehen. Und wie gesagt, es geht auch um Arbeitnehmerrechte. Es geht nicht nur um Datenschutz, es geht um Autonomie, Selbstbestimmung. Gesundheit, wichtiges Thema. Denn natürlich gibt es einen positiven Zweck hinter Gesundheitsdaten. Gute medizinische Versorgung anzubieten, ist auch ein Menschenrecht. Es geht natürlich aus der Sicht von vulnerablen Patienten auch um ihre Privatsphäre. Es geht um das Recht auf eine anständige Diagnose. Und es geht darum, dass der Chiropraktiker nicht die psychoanalytischen Berichte lesen kann. Das ist meine eigene Autonomie, auch wie ich mit meiner Krankheit und meiner Gesundheit umgehen möchte. Und das heißt nicht, dass wir jetzt negativ über Gesundheitsdaten sprechen,
Aber wir müssen so einen postdigitalen Dialog und Diskussion auf Augenhöhe mit den verschiedenen Gruppen, Anspruchsgruppen an Gesundheit kommen und den öffentlich führen. Grenzregime wurden genannt. Da gibt es dann auch noch Zugänge, dass die Zugänge zu Hilfe nur mit biometrischen Messungen erfolgen. Das heißt, Leute werden in eine biometrische Datenbank aufgenommen, dann kriegen sie Verpflegung oder Zugang zu den Hilfesystemen. Und das Gleiche, was für das Mapping von Konflikten gilt, wird halt auch eingesetzt, um Migrationsströme vorherzusagen. Und das ist, dann wird die Sache auch schon wieder ambivalent. Justiz, das ist klar, das ist das Recht auf faires Verfahren. Smart Cities, finden wir es gut, dass Falschparker automatisiert erfasst werden, weil wir Radfahrer sind? Oder denken wir insgesamt darüber nach, welche Art von Datifizierung und Überwachung des öffentlichen Raums wollen wir zulassen? Diese Fragen werden so eben nicht gestellt, aber sie können gestellt werden. Und da gibt es auch Lösungen, die nicht der Überwachung und auch nicht der Nutzung von KI im öffentlichen Zweck entgegenstehen. Ich könnte noch mehr Felder nennen. Ich möchte einfach viele Felder aufziehen, damit wir nicht nur über ChatGPT reden. Aber zum Schluss noch vielleicht noch ein Ding über ChatGPT, nämlich Menschenrechte in der KI. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und sowohl bei einer bildgebenden KI als auch bei ChatGPT mal nachgefragt, was demokratische Menschenrechtsbildung im Digitalen ist. Da kommt, so wie das Experiment von Frau Züger, das auch schon nahegelegt hat, nicht so viel raus. Da kommen natürlich Industriesprech raus. Und bei den Bildern waren das auch noch diskriminierende Bilder. Kinder mit dunkler Hautfarbe, die in Klassenräumen hintereinander sitzen und an der Tafel stehen die Menschenrechte. So, das ist die Vorstellung von Empowerment für die digitale Transformation mit Hilfe von oder entlang von Menschenrechten, die diese Systeme haben. Das kann nicht sein. Und wir müssen überlegen, inwieweit das auch strukturell unser Thema diskriminiert. Denn klar ist, unser Thema ist ein Minderheitenthema in der Digitalisierungsdebatte und auch im Korpus von ChatGPT. Nur sind Minderheitendaten eben nicht deswegen weniger relevant, nur weil sie einen kleineren Datenkorpus bieten, sondern vielleicht ist gerade das, was keine hohen Verknüpfungen mit irgendetwas anderem hat, das Wichtige. Das gilt ja eben auch für vulnerable Gruppen. Ist ein queerer Feminist weniger wert als ein weißer, Konzern-PR-Mann? Oder eine weiße Konzern-PR-Frau, um das mal so zu sagen. Das wäre eine interessante Untersuchung. Wir suchen damit Daten auch in der Verknüpfung von politischer Bildung und Datenanalysten, würden wir gerne mal so ein Projekt machen, inwieweit da sozusagen diese Sachen eine Rolle spielen. Auf jeden Fall geht es Danke. darum, dass politisch, Entschuldigung, letzter Satz, geht es darum, dass politische Bildung sich auf die verschiedenen Felder stürzt und so in diesem postdigitalen Sinne auch ins Erforschen mit den Lernenden kommt. Ja, bitte. Genau, danke erstmal bis hierhin. Genau, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Fächer aufgemacht. Genau, ich kann Ihr Plädoyer gut nachvollziehen, zum einen nochmal zu gucken, wie viel Industrieinteresse oder Lobbyismus steckt dahinter den einzelnen Dingen und da entsprechend auch gegenzuwirken und den Fächer der betroffenen Menschenrechte auch zu weiten, sowohl der betroffenen Menschenrechte als auch der verschiedenen Systeme der künstlichen Intelligenz. Genau, nur nochmal zur Klärung oder für mein Verständnis, im Zweifelsfall mit postdigital meinen Sie jetzt nicht nach der Digitalisierung, also schon nach der Digitalisierung, aber nicht nach dem Digitalen, sondern wo das Digitale als Selbstverständlichkeit ein bisschen genutzt wird und diese aufgeregte Hype sich im Zweifelsfall ein bisschen gelegt hat. So verstehe ich Sie zumindest. So ähnlich wie bei postmigrantischer Gesellschaft, ne? Also die postdigitale Gesellschaft, alles klar. Genau, dann würde ich jetzt mit ein paar Fragen starten, die genau gerne kürzer beantwortet werden dürfen. Sie genau haben jetzt alle Ihre Eingangsstatements gehabt und die Idee wäre, dass wir ein bisschen mehr ins interaktive Gespräch kommen. Wir hatten schon über den Hype über Dystopie und Utopie gesprochen, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 für die totale Dystopie, der totale Überwachungsstaat und 10 für die totale Utopie KI. Werden alle
wird alle Probleme lösen, unter anderem auch den Klimawandel. Wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie in Bezug auf künstliche Intelligenz? Und genau, wenn Sie mögen, wenn Sie in die eine oder andere Richtung tendieren, gibt es da einzelne Entwicklungen, die noch nicht genannt wurden, die Sie besonders kritisch oder besonders optimistisch stimmen? Genau, ich würde nochmal die Reihenfolge von gerade einfach machen. Werfen Sie im Zweifelsfall auch nur die Ziffer rein, wenn alles andere schon gesagt wird. Frau Züger. Eins war quasi, ich bin eher pessimistisch, ne? Richtig. Und ja, genau, ja, ich würde bei so einer 3 landen, glaube ich. Okay. Weil auch wenn wir uns in unserer Forschung mit dieser Nische gemeinwohlorientierter Systeme beschäftigen, ist das eine Nische und dessen sind wir uns absolut bewusst. Und der Mainstream der KI-Entwicklung ignoriert einfach sehr viele dieser Gemeinwohlüberlegungen, sehr viele der menschenrechtlichen Überlegungen. Und vor allem sind die Machtverhältnisse im Moment so gestellt, dass ich zumindest Sorgen habe, dass zivilgesellschaftliche Stimmen genug berücksichtigt werden und dass die Zivilgesellschaft genug befähigt wird, auch eigene Projekte zu entwickeln und eigene Werte umzusetzen. So, deswegen, ich glaube, da haben wir noch sehr viel vor uns und ja, haben auch sehr potente Gegner auf der anderen Seite. Dankeschön. Frau Panahi, wie lautet Ihre Ziffer? Also ich habe da länger drüber nachgedacht jetzt und ich entscheide mich sehr bewusst jetzt dafür, einfach optimistisch eine 8 zu nennen, weil ich denke, okay, wir müssen das Ganze natürlich auch vielleicht in einer längeren Geschichte der Menschheit betrachten. Und ich glaube, dass natürlich jetzt gerade ja auch der Demokratieindex auf der Welt sehr, sehr schlecht aussieht, den Menschenrechtsstandards absolut verachtet werden von vielen Staaten und Großkonzerne eben erstmal alles ausspielen, was geht. Aber vielleicht kann natürlich dieser Umbruch auch dazu dienen, dass wir als Menschheit insgesamt wirklich sehr, sehr langfristig gedacht uns über diese Risiken bewusst werden und einfach einen sehr viel bewussteren Umgang mit unseren Daten, mit Digitalität, mit ja, all diesen Themen, die damit zusammenhängen, finden und der gesellschaftliche Zusammenhalt am Ende stärker wird. Ich muss daran festhalten, sonst kann ich, glaube ich, auch meine Forschung nicht ordentlich fortführen. Dankeschön. Herr Zimmermann, wie optimistisch oder pessimistisch sehen Sie das Ganze? Ich will ja nicht als der lauwarme Bademeister hier mit der 5 zwischen dem der hohen Temperatur und dem kalten Wasser. Ich bin etwas optimistischer als Frau Züger, weil ich eben mich auch erinnere an die Zeit, in der wir schon mal dachten, diese Technik und das Internet, es geht alles in eine Richtung und es wird keine Regulierung geben, überhaupt nicht. Und dann kam plötzlich doch eine Regulierungswelle. Diese Ansätze von Digital Services Act und Digital Market Act haben ja auch schon ein bisschen, und auch von der Datenschutzgrundverordnung, haben mir etwas Zuversicht gegeben. Aber ja, ansonsten, ich schwanke immer. Vor 3 Jahren hätte ich noch gesagt, es gibt ja auch sowas wie OpenAI. Und dann wird OpenAI vor 2 Jahren zu einem Produkt von Microsoft. Und so läuft es halt in dieser Branche, in diesem Fischbecken-Internet-Ökosystem. Deswegen ja, wahrscheinlich dann doch die 4. Alles klar, ja, danke schön. Ja, ich glaube, ich würde mich auch sozusagen lauwarm wahrscheinlich bei der 6 einfinden, potenziell ein bisschen optimistischer und auch sehr langfristig gedacht. Und im Zweifelsfall ist es manchmal für den Planeten ja auch der Mensch noch die größere Gefahr, noch größer als die künstliche Intelligenz. Aber gut. Genau. Ich glaube, wir können die ein oder andere Frage, die ich mir ursprünglich gestellt habe, ein bisschen vernachlässigen, aber vielleicht nochmal als kurzen, doch nochmal Erkläransatz auf den Frau Panahi hatte ja zwischen Input und Output verwiesen. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen viel über die Track-Möglichkeiten und im Chat steht auch noch was und die Gefahren, die damit einhergehen, verwiesen, aber vielleicht nochmal, um Input und Diskriminierung zusammenzubringen, nochmal möglichst einfach oder plastisch dargestellt, welche Gefahren gibt es für Diskriminierung darauf, basierend wie KI lernt? Frau Züger, Sie hatten das am Anfang auch schon als die Sprache genannt. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen
Erhellung reinbringen, wie diese Diskriminierung zustande kommt. Genau, also ich hatte ja schon erwähnt, dass wenn wir heute von KI sprechen, meinen wir oft Deep Learning und das Trainieren von neuronalen Netzwerken, was eben dadurch passiert, dass wir sehr, sehr viele Daten brauchen, um einem System eine bestimmte vorgegebene Analysemöglichkeit zu geben, um ja dann Muster zu erkennen. Und ich habe ein sehr greifbares Beispiel dafür, warum das total problematisch sein kann. In der Stadt Madrid wird derzeit ein System eingesetzt, was Ärzten dabei helfen soll, seltene Krankheiten zu diagnostizieren. Das wurde von Microsoft entwickelt. Und dieses System basiert auf 200 fiktiven Fällen von seltenen Krankheiten. Also es sind 200 fiktive Personen, die dann Symptome beschreiben, wo dann quasi ein gesundheitlicher Hintergrund dokumentiert ist. Mit dieser Datenbasis wurde das System trainiert. Und jeder, der sich mit Training von KI auskennt, würde sagen, das ist sehr, sehr wenig, weil oft braucht es sehr viel mehr Daten und es braucht auch eben eine hohe Diversität an Daten, um zu gewährleisten, dass eben auch für die hohe Diversität der Menschen, die wir alle sind, eben auch sinnvolle Ergebnisse wiedergegeben werden können. Und dieses System, das hat Lorena Rompalassi, eine Forscherin der Ethical Tech Society, mit anderen in einem Bericht, also er wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten erscheinen, zusammengetragen. Dieses System ist absolut diskriminierend und das vor allem im Bereich von Gender, dass Transmenschen schlicht nicht vorkommen in dem System, aber dass auch immer wieder missgegendert wird von den Diagnosen und dass vor allem auch Symptome, die bei Männern und Frauen und ja verschiedenen Körpern eben sich auch sehr unterschiedlich ausdrücken können, falsch interpretiert werden. Also es sind auch einfach falsche Hinweise, die das System gibt. Und das hat einfach schlicht mit dieser Datenbasis zu tun, was aber natürlich auch mit der Diskriminierung oder der Blindheit für dieses Thema bei den Trainierenden zu tun hat, ne? Und hinzu kommt noch, und das finde ich eine ganz wichtige Dimension, wenn wir über Diskriminierung sprechen, dass die ist in Bezug auf KI auch nochmal auf einer anderen Ebene manifest. Sorry, ich rede jetzt ein bisschen länger, aber das wäre wichtig, diesen Punkt noch zu machen. Microsoft hat dieses System entwickelt und damit gilt das System in der Region Madrid als kritische Infrastruktur, weil es ein Medizinsystem ist. Das ist wichtig deshalb, weil die Region Madrid eine sehr dürre Region ist. Es gibt dort massiven Wassermangel und Rechenzentren brauchen massiv viel Wasser. In der Region wurden von Microsoft sehr viele Rechenzentren gebaut, die nun Priorität in der Wasserversorgung haben, weil sie diese Anwendung als kritische Infrastruktur für Madrid zur Verfügung stellen. Um Madrid, muss man wissen, gibt es immer noch Sinti und Romja, deren Wohnräume nicht an Wasser und Elektrizität angeschlossen sind. Das heißt, dort werden Bevölkerungsgruppen wissentlich benachteiligt, was die basale Versorgung mit Wasser und Strom angeht, dafür, dass diese Technologie angeboten werden kann, die nicht mit den Ärzten entwickelt wurde und die auch nicht, ich weiß nicht, ich triggere das immer, meine Stimme triggert irgendwie diesen Daumen hoch, ich habe damit nichts zu tun. Auch nicht quasi von den Ärzten erwünscht ist. Das muss man sich auch nochmal klar machen, sondern auch die Ärzte in Madrid wurden damit überfallen, dieses System zu nutzen. Und ich finde, das zeigt nochmal, dass im Bereich von KI auf der Datenbasis Diskriminierung passiert, aber eben auch auf der politischen Ebene, auf der geopolitischen Ebene. Jede Anfrage bei ChatGPT verbraucht einen halben Liter Wasser, Trinkwasser, der danach nicht mehr trinkbar ist. Und das müssen wir uns auch nochmal irgendwie klar machen, dass das eine Ebene der Diskriminierung ist, die oft vergessen wird. Ja, danke dafür, genau. Ich glaube, Sie haben jetzt schon eine andere Frage vorweggenommen, inwiefern KI mit anderen Transformationsprozessen, zum Beispiel Klimawandel, zusammenhängt. Genau, vielleicht nur noch mal eine kurze Nachfrage, ob meine Logik richtig ist. Sie haben von der Datenbasis zu Recht gesprochen, aber selbst wenn ich eine sehr große Datenbasis nehme, ist es ja immer die Datenbasis Stand ist, ne? Und wenn wir dann eben über Einstellungsverfahren reden oder über Gesundheitssysteme auch, ist ja klar, dass informierte Menschen ahnen, dass da Diskriminierung herrscht in Bezug auf Gender, in Bezug auf
sogenannte Migrationsgeschichte in Bezug auf Helligkeit oder Dunkelheit der Hautfarbe. Ne, die Seifenspender haben, glaube ich, am Anfang nicht richtig funktioniert für nicht weiße Menschen, weil eben als normal der weiße Cis-Mann gilt. Und dass sich das eben in der Datenbasis, so groß sie auch immer ist, nach wie vor widerspiegelt. Gebe ich Genau. Je Kritik nachdem, richtig? welche Datenbasis man hat, ist das ganz genau so, dass eben alle die Diskriminierung unserer Gesellschaft auch in den Daten abgebildet sind. Und in vielen Bereichen versuchen dann ja die Engineers der Systeme, das durch mathematische Methoden rauszurechnen. Also man nennt das Bias Mitigation. Und da werden zum Beispiel dann synthetische Daten erzeugt. Also man nimmt fiktive Daten für die Gruppen, die man nicht hat. Und quasi vergrößert damit deren Repräsentation. Es gibt da verschiedene mathematische Verfahren. Wir entwickeln dazu gerade Poster, die das erklären. Falls Sie daran Interesse haben, können Sie sich die demnächst bei uns als Open Educational Resource holen. Und genau, diese mathematischen Verfahren haben aber absolut ihre Grenzen, was die Frage von wirklicher Diskriminierungsfreiheit angeht. Ja. Okay, ja, danke dafür. Genau, ich glaube, überspringe jetzt für den Moment ein paar Fragen. Je nachdem, wie viele Fragen aus dem Publikum kommen, kann ich die ja nochmal aufwärmen. Aber genau, ich würde jetzt gerne übergehen direkt zum Menschenrechtsbildungsbereich. Und auch wenn Sie drei, also genau, Nils Eyck-Zimmermann schon, aber die anderen beiden jetzt nicht so stark in der Menschenrechtsbildung bisher unterwegs ist, wollen wir uns ja mit den Konsequenzen für Menschenrechtsbildung beschäftigen. Genau, es gibt eine UN-Erklärung über Menschenrechtsbildung und Training, die das so definiert, dass es da gehen soll um Lernen über Menschenrechte, Lernen durch Menschenrechte und Lernen für Menschenrechte, also über im Sinne von Wissen und Werte, die im Austausch sozusagen reflektiert werden, die Werte oder Wissen, was sich angeeignet wird, Lernen durch Menschenrechte, dass es darum geht, die Bildungsprozesse selbst so zu gestalten. Ich hatte schon eingangs genannt, möglichst partizipativ, inklusiv, diskriminierungskritisch und diese Lernumgebung auch nochmal konstant anzugucken, die Strukturen darum herum anzuschauen, ob die nicht menschenrechtlich noch weiter verbessert werden können. Und schließlich das Lernen für, also dass ich auch ins Handeln komme, mich für Menschenrechte einzusetzen. Wenn ich das jetzt versuche, auf KI zu übertragen, ich glaube, wir haben schon das Lernen über so ein bisschen abgehandelt, aber genau, gibt es sonst noch Sachen, die Sie ergänzen möchten, wenn wir jetzt ein Menschenrechtsbildungsprodukt basteln könnten zu künstlicher Intelligenz? Was müsste auf jeden Fall da rein, worüber man lernen müsste im Zusammenhang künstliche Intelligenz und Menschenrechte? Also wir hatten, glaube ich, schon ne, Tracking, wir hatten die Auswirkungen auf verschiedene Menschenrechte, den Diskriminierungsschutz hatten wir gerade. Gibt es noch Sachen, wo Sie sagen würden, oh, das sollte auf jeden Fall doch mal, noch mal mit rein? Wer soll denn anfangen? Ich? Ich glaube, Frau Panahi hat sich gerade Ah, ja, gut. entmutet. Also ist auch offene Frage. Sie müssen gar nicht antworten, wenn Sie nicht möchten oder wenn Sie meinen, es wurde schon alles gesagt. Ja, da würde ich gern was loswerden, aber wenn Sie zuerst wollen, gar kein Problem. Okay. Also, was ich jetzt als total fachfremde Person mir wünschen würde für den Bereich der Menschenrechtsbildung, wäre ein wirklich ja, eine Förderung von selbstreflektiven Prozessen. Also, dass es nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern wirklich auch zum Beispiel beim Thema Pre-Banking. Also, wenn wir Menschen resilient machen wollen gegen Desinformation oder gegen überhaupt künstliche Inhalte, dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, überhaupt diesen Selbstbezug herzustellen in diesen Lernprozessen, zu sehen, was macht es mit mir, dass ich plötzlich so viel künstlichen Inhalten ausgesetzt bin. Und auch, glaube ich, ganz generell Selbstreflexion über ja wirklich ontologische Fragen. Was ist das überhaupt Wissen, was aus dieser KI als Output kommt? Was sind die Grenzen? Wirklich da, auch wenn wir keine abschließenden Antworten finden und das natürlich ein Prozess ist, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder darüber nachzudenken und wirklich da auch ja, Brücken zu bauen, wie Ihr Projekt ja auch heißt, Brücken von einem selbst im Umgang mit der Technologie. Genau, und so können wir dann natürlich auch die Technologie im besten Falle für einen Perspektivenwechsel nutzen, der dann am Ende sogar Empathie fördert. Aber wenn wir das alles vernachlässigen, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass man einfach nur noch abgestumpft wird durch die Überflutung von künstlichen Inhalten und potenziellen Desinformationsszenarien, was sehr, sehr schädlich wäre. Ja.
Dankeschön, ja. Frau Züge? Ja, ich würde noch gerne drei kleine Punkte ergänzen, weil einerseits der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, die Arbeitsbedingungen, unter denen KI trainiert wird. Also weil für jedes KI-Training brauchen wir sehr viele Menschen, die annotieren. Und die Arbeitsbedingungen derer, die das machen, sind oft sehr schlecht. Das sind oft Menschen im globalen Süden, die, will das, die ganzen Details dazu jetzt gar nicht nochmal ausbreiten. Ich finde, das Superlab hat dazu gerade ein sehr gutes Projekt, wenn man sich dafür interessiert, wie Content-Moderation eigentlich passiert. Kann man sich da noch weiter informieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich sehr wichtig finde, weil da geht es eben auch um globale Gerechtigkeit. Wer profitiert von Technologien und wer wird ausgebeutet in ihrer Herstellung? Das zweite Thema wäre für mich das Thema der Klimakrise. Da gibt es nämlich immer wieder das Narrativ, dass KI quasi magisch uns aus der Klimakrise helfen wird. Und das halte ich für hochproblematisch. Ich beschäftige mich ja viel auch mit Projekten, die in dem Bereich eingesetzt werden. Und die sind alle gut und wichtig. Aber die werden uns nicht aus der Klimakrise bringen, sondern wirkliche Transformation muss in menschlicher Politik passieren. Und das finde ich sehr wichtig, da eben keine falschen Hoffnungen in diesem Bereich zu haben. Last but not least, irgendwie ist mir der erste Punkt, den ich machen wollte, wieder entfallen. Aber dafür ein ganz kleiner Hinweis. Ich poste mal einen Link. Wir haben ein KI-Spiel entwickelt, was vielleicht auch nochmal in dieser Bildung ganz interessant sein kann, weil es ist ein Kartenspiel, was sehr haptisch, sehr greifbar funktioniert und Gruppen dazu befähigen soll, darüber zu diskutieren, wann sie denn KI-Systeme gesellschaftlich einsetzen wollen und wann nicht. Und dabei lernt man aber auch sehr viele KI-Systeme, die tatsächlich existieren, kennen. Wir geben das als freie Open Educational Resource raus und verschiedene Landeszentralen der politischen Bildung machen das auch schon. Genau, da können Sie sich gerne bei uns im Institut melden, falls Sie das wollen. Ja, danke für den Link. Und genau, ich sehe im Chat wird auch gefragt, ob wir den Link zu der UN-Erklärung teilen können. Vielleicht Dylan oder Josie, könnt ihr da entsprechend posten. Herr Zimmermann. Ja, eben das mit dem Danke für die Hinweise und für Ihre Perspektiven. Das selbstreflexive Lernen würde ich wirklich unterstreichen. Weil man wird so auch, die Menschen werden durch den Diskurs entweder in so einem Panik- oder Hype-Modus gehalten. Aber egal, ob ich jetzt persönlich eine Smartwatches zum Beispiel und die Prozesse dahinter für kritisch halte, muss ich ja zur Kenntnis nehmen, dass viele Leute die benutzen. Und da fängt dann Neugier an. Und dann kann man herausfinden, warum nutzen die die? Stimmen die dystopischen Befürchtungen, dass Leute sich der instrumentellen Logik einer Plattform aussetzen oder nicht? Nach meiner Meinung nach eher nicht, weil ich kenne viele, die die letzten 10.000 Schritte nochmal runterschütteln, weil sie das ist ein Beispiel. Da können wir mit den BürgerInnen direkt ins Gespräch kommen. Und wir werden dann auch herausfinden, dass natürlich vulnerable Gruppen, die auf Messungen angewiesen sind, sehr viel kritischer mit solchen Tools umgehen. Das ist besser, wenn das Bürger voneinander erfahren, als wenn das einem so erzählt wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben ein Problem bei den BildnerInnen, weil das Thema KI wird als sehr komplex verkauft. Ich versuche immer, dass die Analogie zum Motor, zum Defeat-Device im Dieselskandal zu machen. Auch Motoren sind komplex oder Atomkraftwerke sind komplex. Trotzdem reden wir gesellschaftlich darüber. Wir müssen keine Ingenieure sein, um diese Technologie irgendwie zu verstehen, dass wir darüber aus Sicht von politischer Bildung, Menschenrechtsbildung reden können. Es ist hilfreich, wenn Ingenieure sich da auch mal einbringen und uns sagen, was sind überhaupt die realen Bedingungen, was kann so ein Diesel überhaupt wirklich real erreichen und was darüber ist suspekt oder wie auch immer. Klar, das ist aber ergänzendes Wissen an dieser Stelle. So, wir müssen die BildnerInnen etwas ermutigen und befähigen, ihr könnt das lernen. Dazu braucht es auch die Unterstützung aus der digitalen Tech-Szene und digitalen Zivilgesellschaft. Und die bewegen sich aber auch so ein bisschen von der Bildung weg manchmal.
Und ja, so ein Projekt wie dieses Kartenspiel, das habe ich mir auch schon angeguckt, kann ich echt nur empfehlen. Super. Auch die Toolbox, die Sie gemacht haben, Frau Züger, zu verschiedenen, wie man Lernen über Digitalisierung machen kann. Wir haben in unserem Projekt auch, du hast ein kleines Handbuch erstellt, mit dem wir ein bisschen motivieren wollen oder zeigen wollen, wie man das machen könnte, poste ich jetzt hier auch. Und das Lernen mit, da geht es eigentlich auch so ein bisschen darum, dass wir die Alternativen zu einer über-KI-sierten Plattformen populärer machen. Für den Austausch von Bürgern. Es gibt ja, man kann ja Crippad oder Nextclouds oder so etwas benutzen für die Kommunikation oder auch in Trainings. Es ist halt alles nicht so intuitiv. Der Charme von Algorithmen, Plattformisierung, Datafizierung ist halt, dass es alles intuitiver macht. Und damit können wir als politische Bildung und als Menschenrechtsbildner, wir müssen erklären, warum das andere Zeug scheinbar unkomfortabler ist, wo der Gewinn liegt. Dass wir auch andere Dinge benutzen, die weniger datafizieren. Und natürlich soll das nicht heißen, wir sollen keine Experimente mit KI machen. Nur das ist sehr voraussetzungsreich. Das ist sehr schwierig für dezentrale Bildnerinnen, Lehrerinnen, solche Systeme selber aufzusetzen und da auch zuverlässige Ergebnisse zu erzeugen. Das ist schwierig, ja. Okay, genau. Ich versuche nochmal die letzten 2 bis 3 Fragen unterzubringen. Da müssen Sie aber tatsächlich nicht mehr alle drauf antworten, sondern nur, wenn Sie glauben, da wurde noch nicht alles zugesagt. Ich würde nochmal auf das Lernen durch Menschenrechte eingehen und das auf diesen KI, auf dieses KI-Thema übertragen. Also wenn wir künstliche Intelligenz benutzen wollen in der Bildung, in den Bildungsprozessen und gleichzeitig uns aber an den Menschenrechten liegt, dass wir also die Bildungsprozesse auch diskriminierungskritisch, partizipativ und möglichst inklusiv machen wollen. Gibt es da noch Punkte, worauf Sie sagen würden, darauf müsste man dann besonders achten? Also ich glaube, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Ne? Es muss auf jeden Fall freiwillig sein. Also ne, dieses Learning Analytics trägt ja einfach alles. Also dass wenn Schülerinnen oder andere, auch erwachsene Lernende, KI benutzen, dass sie das entweder mit einer generischen User machen können oder eben, dass es auf jeden Fall freiwillig bleibt und auf jeden Fall auch immer Alternativen dazu gibt, dass ich meine Daten freigebe und ständig mit der KI interagiere. Gibt es noch weitere Punkte, wo Sie sagen würden, na, da würde ich nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen? Für den Moment nicht. Wenn es später kommt, können wir es auch später noch einführen. Der dritte Schritt bei der Definition der Menschenrechtsbildung ist das Lernen für Menschenrechte. Inwiefern kann uns künstliche Intelligenz dabei unterstützen, dass wir uns für die Menschenrechte einsetzen und dass mehr Menschen sich für Menschenrechte einsetzen? Darf ich? Ich habe nur eben gerade viel. Social Media Monitoring ist so ein Fall. Also ich war jetzt bei einer sehr interessanten Abschlusskonferenz vom Projekt Decoding Antisemitism. Das hat wirklich gezeigt, wow, die haben das super solide gemacht und nicht nur auf quantitative Daten vertraut, sondern auch qualitativ durchgesucht und schön die Verschiebungen in der Struktur von Antisemitismus herausgearbeitet. Es gibt diese Projekte auch für alle anderen Felder. Teilweise sind es leider nur Forschungsprojekte. Das ist ein Ding, wo man sagen muss, sind wertvolle Daten auch für die politische Bildung und die Menschenrechtsbildung, weil es einen Unterschied macht, ob ich irgendwie in irgendeinem Buch etwas lese oder wenn ich sehe, wie Diskurse gerade tatsächlich ablaufen. Und das zeigt eben auch das Dilemma auf, man muss Diskurse überwachen, damit man Menschenrechte schützen kann und intervenieren kann, weil dieses Monitoring natürlich von Trusted Flaggern, von Leuten gemacht wird, von Organisationen, die dann Hassrede und Diskriminierung melden. Und da müssen wir ins Gespräch, also das bietet gute Daten. So, das wäre ein Feld, wo ich sagen würde, sofort, da braucht es mehr Informationen und mehr Schnittstellen zur Bildung. Dankeschön. Noch weitere Ideen? Erstmal nicht. Auch das können wir gegebenenfalls gleich noch einführen. Dann genau, würde ich, glaube ich, meine Abschlussfrage stellen, bevor wir gleich das Ganze öffnen und die Aufzeichnung stoppen.
Ja, also künstliche Intelligenz, wir haben ja schon über Kurz- und Langfristigkeit gesprochen und wie pessimistisch und optimistisch sie sind. Ich gebe Ihnen jetzt mal die Jahreszahl 2050, ja, in 25, 26 Jahren. Was glauben Sie, wie sieht das Jahr 2050 aus? Und jetzt bekommen Sie Ihnen natürlich nochmal so einen Schwerpunkt in Bezug auf KI-Regulierung, in Bezug auf KI-Nutzung für das Gemeinwohl und auf KI im Zusammenhang mit politischer Bildung. Sie ahnen, welche Frage jeweils für Sie ist, denke ich. Soll ich einfach mal anfangen? Wahrscheinlich, genau, ist mir die Gemeinwohlfrage zugeordnet. Ich hoffe, also, dass wir bis dahin tatsächlich sowas haben wie ein Ökosystem für gemeinwohlorientierte KI, was eben parallel zu einer profitorientierten und profitmaximierenden Industrie von KI sich entwickelt hat, wo also zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch öffentliche GeldgeberInnen, die im KI-Bereich eben auch wirklich wichtig sind, weil es eben auch eine sehr ressourcenintensive Technologie ist, sich mit Forschung und eben ganz verschiedenen Akteuren am besten global vernetzen, um Wissen zu teilen, um Technologien zu teilen und weiter nutzbar zu machen, um gemeinsam zivilgesellschaftliche Ziele in den Kern quasi zu stellen und nur da, wo wirklich KI die richtige Technologie ist, diese Systeme in unserem Sinne einzusetzen. Das hoffe ich. Ich glaube, es gibt da ein gewisses Potenzial, aber ich glaube auch, dass es sehr viele Akteure braucht, die Lust haben, sich tiefer damit auseinanderzusetzen und vor allem Lust haben zu kollaborieren. Ich glaube, es braucht ganz starke Netzwerke aus verschiedensten Akteuren, die diese Idee vorantreiben wollen, weil Einzelne einfach immer abhängig sind von wieder Funding-Zyklen, ja, und von auch vielen weiteren, ja, Logiken unserer Gesellschaft, wodurch das sehr schwierig ist. Deswegen glaube ich sehr, dass wir da viel Zusammenarbeit brauchen und dann hoffe ich, dass das existiert als echte Alternative. Okay, so ein bisschen Gegenpol zu Ihrer am Eingang etwas Ja. Ich sehe halt einfach im Moment sehr viele Entwicklungen, die mir echte Bauchschmerzen machen, auch im und um den AI-Act, weswegen ich gerade nicht so in der positivsten Stimmung bin, was nicht heißen soll, dass ich doch noch viel auch Möglichkeitsraum sehe. Deswegen, also sonst könnte ich auch in dem Feld, in dem ich bin, nicht arbeiten. Aber ich sehe da auch echte Schwierigkeiten, gerade die uns vor echte Herausforderungen stellen. Dankeschön. Ja, das ist ja eigentlich schon eine Überleitung zu Frau Panahi. Wie sieht es aus mit der Regulierung? Ja, wenn ich mal so in die Glaskugel blicke, ich denke, dass bis 2050 wahrscheinlich wir viel mehr über KI gelernt haben werden und deswegen hoffentlich der AI-Act überarbeitet wurde, also eine Reform stattgefunden hat bis dahin, die den menschenrechtszentrierten Ansatz einfach noch viel, viel mehr verfolgt, als es jetzt schon der Fall sein sollte. Also die PR jedenfalls möchte das ja so über den AI-Act. Und genau, also ich denke, dass tatsächlich die Entwicklungen auf der Welt sich sehr, sehr negativ zuspitzen werden bis dahin. Und ja, Menschen wirklich die negativen Wirkungen von künstlicher Intelligenz ja wirklich spürbar mitbekommen werden und sich dann auch viele wahrscheinlich Widerstandsbewegungen bilden werden, die dann eben mehr auf solche menschenrechtszentrierte Ansätze aufbauen und möglicherweise, ich glaube noch nicht 2050, aber ein bisschen weiter gedacht, könnte dann auch so ein Bifurkationspunkt entstehen, an dem sich die Menschheit dann doch mal entscheidet, ob wir eine globale Regulierung bräuchten und ob KI ja wirklich als auch globales Phänomen, das die Menschheit auf der einen Seite zusammenführt und auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Bedrohungspotenzial hat, gesehen wird, ja, um hoffentlich da eine gute Lösung zu finden. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass KI auch sehr viele Möglichkeiten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bietet, also alleine durch zum Beispiel sprachliche Hürden zu überwinden oder eben Perspektivwechsel, wie leben Menschen in anderen Szenarien, wie sehen Zukunftsszenarien aus? Also das steckt ja auch sehr viel positive Kraft drin und vielleicht gelingt uns das ja irgendwie für die Menschheit einzusetzen. Danke auch für die Einschätzung. Und auch das war vielleicht eine kleine Überleitung schon zu Herrn Zimmermann. Wie steht es um KI in der politischen Bildung im Jahr 2050? Naja, ich würde sagen,
Im Jahr 2030 folgt die Bundesregierung dem Beispiel Estlands und möchte den Lehrermangel durch KI lösen. Das hat die estnische Bildungsministerin beim europäischen Bildungsgipfel letztes Jahr so gesagt. Man wird dann merken, es gibt einen KI-Winter. Diese ganzen Systeme funktionieren alle so nicht so, wie man will. Man hat viel Geld auf jeder Ebene, kommunale Ebene, Digitalisierung, alles aufwendiger. Das führt vielleicht zu vernünftigen Ansätzen und man wird auch wieder KIs reduzieren. Dafür braucht es dann halt eben Bildung, um dann zu überlegen, was sind denn eigentlich die richtigen Prioritäten. Vielleicht wird auch erkannt, dass unser Ansatz nicht, dass wir nicht die Meckerer sind, sondern diejenigen, die überhaupt ermöglichen, sinnvolle Lösungen zu finden, weil die auf die Art und Weise, wie es jetzt angegangen worden ist, hat es dann ja nicht geklappt. Setzt voraus, dass sowohl die digitale Zivilgesellschaft stärker versucht, die einzelnen BürgerInnen zu adressieren und die politische Bildung eben auch den Schulterschluss mit Verbraucherorganisationen, mit Museen, mit Bibliotheken und mit digitaler Zivilgesellschaft sucht. Wir müssen uns auch etwas öffnen. Und das werden wir bis dahin gemacht haben und vor allen Dingen auch in der Erwachsenenbildung. Es wird immer auf Jugend fokussiert. Wir müssen das für die Erwachsenen tun. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Statements noch zum Abschluss dieser etwas geschlosseneren Runde. Genau, jetzt öffnen wir gerne für Fragen aus dem Publikum. Also wenn Sie was tippen möchten, tippen Sie das in den Chat. Wenn Sie was fragen möchten, nutzen Sie die Handhebefunktion in Zoom. Und genau, Möge, du kannst ab hier dann gerne die Aufzeichnung beenden.